Hallo, heute ausnahmsweise mal guten Abend aus Wien. Wir sind bei der Microsoft. Man sieht in diesem coolen Kinosaal, den ganz viele natürlich kennen, die schon mal bei der Microsoft waren. Ich mit meinem Format Cindy fragt nach, bin ganz froh und happy. Ich habe heute den Alexander Haslacher von der Strabag bei mir sitzen. Und Alexander, ich würde dich bitten, stell dich selber einfach mal kurz vor, das wäre total nett. Ja, Alexander Haslacher, ich bin Abteilungsleiter bei der Strabag, zuständig für Kommunikation. Und ja, ich glaube, wir sprechen heute ein bisschen über Kommunikation und was wir so gemacht haben die letzten Monate. Ja, genau. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist ja doch, wir haben diesen Discovery Day heute gemacht, einen ganzen Nachmittag geballt mit Informationen rund um das Thema Teams Meetings, Teams Telefonie, unterschiedliche Projekte. Du hast deine Kundenstory vorgestellt, natürlich im Bereich Meetingräume. Ich habe da ganz interessante Zahlen heute gehört. Also einfach, wie viele Meetingräume habt ihr schon ausgestattet? Hab das nämlich auch mit einem anderen Partner noch zusätzlich gemacht in Richtung Devices. Und darüber haben wir heute ein bisschen was erfahren. Magst du da vielleicht kurz einsteigen zu dem Thema? Ja, also wir haben standardisieren seit einigen Jahren einfach unsere Meetingräume und gehen auch da in, also zum einen in diese Bring Your Own Device Schiene und zum anderen aber auch in diese Teams Room Schiene und versuchen hier einfach in den Konzern einen Standard reinzubringen. Und ja, wie man heute schon gehört hat, wir sind tatsächlich schon weit über 600 Räume, die wir ausgestattet haben in den letzten 3 Jahren, jetzt dann, seitdem es das Team gibt. Und ja, gute Erfahrungen mit dem Konstrukt, das wir einsetzen, und haben noch einiges vor uns, was das angeht. Ja. Ja, das ist immer sehr spannend und ich finde es auch immer schön, wenn Kunden dann einfach ihre Story auch teilen, dass andere Kunden, die heute hier waren, davon mit profitieren können, von euren Erfahrungen ein bisschen mit lernen dürfen. Wir haben von der Solvion aus euch in Richtung Teams Telefonie ja auch begleitet. Das heißt, auch das war natürlich ein wichtiger Stein so in den letzten Jahren. Du hast auch heute so ein bisschen die Geschichte erzählt, einfach wie ihr da so reingekommen seid, wie weit ihr da schon seid. Vielleicht auch für mein Format nochmal die kurze Zusammenfassung von deiner Seite. Ja, also wir haben uns im Jahr 2022 überlegt, wir könnten in Richtung Teams Telefonie, Teams Phone gehen und haben das Ganze in 3 große Projekte quasi eingeteilt. Ein theoretisches Evaluierungsprojekt, wo wir uns einfach mal selbst intern uns angeschaut haben, was kann das alles, und haben da, glaube ich, dann schon die Solvion dazugeholt, um einfach zu uns erklären zu lassen, was kann es, wie funktioniert das, und sind dann auch mit der Solvion weiter in das zweite Teilprojekt gegangen, und zwar diesen BOC, einen Proof of Concept mal aufzusetzen, hatten da schon über 150 User dann letztendlich drauf und einfach diese Funktionen von Teams und dieses Zusammenspiel mit unserer Bestandshardware zu testen, und sind dann mit Mai diesen Jahres übergegangen in den Rollout und können heute berichten, dass wir aktuell um die 10.000 User bereits auf Teams Phone migriert haben, was schon eine beachtliche Zahl ist, vor allem in dieser kurzen Zeit auch. Und ja, wir haben noch ca. 9.000 User vor uns, und das möchten wir eigentlich bis Mitte nächsten Jahres hoffentlich erfolgreich auf umstellen können. Ja? Und die Solvion ist nach wie vor an unserer Seite. Also ihr unterstützt uns nach wie vor, obwohl wir jetzt im Rollout sehen, also die wichtigsten Themen sind geklärt. Wir sind jetzt am Doing sozusagen, und es sind nur noch Kleinigkeiten, die wir bei euch dann auch anfragen dürfen. Ja, und das natürlich auch sehr gern. Ein Thema bei deinem Vortrag heute war auch so ein bisschen das Thema User Adoption. Einfach auch natürlich die Mitarbeiter abholen in die Lösungen. Ich habe das gesehen, so wie ihr das für Meetingräume eben auch aufbereitet mit Codes, die man eben abrufen kann, wo man dann Hilfe bekommt. Ist natürlich auch immer ein Thema, wenn ich jetzt so sage, ich rolle diese Teams-Telefonie aus, dass da auch natürlich die User mit abgeholt werden. Also auch da natürlich immer herzlich die Einladung, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann sind wir da gerne für euch da. Du hast schon angesprochen, es wird jetzt noch ein bisschen weitergehen. Also 9.000 User wollen wir noch in die Teams-Telefonie-Welt mit reinholen. Das bedeutet natürlich auch als Solvion, dass wir an eurer Seite sind, auch in Richtung Support. Da vielleicht auch so für dich, was ist dein Learning vielleicht aus den letzten 12 Monaten in Bezug auf das Thema Support bzw. Betreuung? Ja, das Learning daraus ist, das Wichtigste ist tatsächlich das Abholen der User. Also wir haben versucht, den User möglichst viel Information früher oder so früh wie möglich schon zur Verfügung zu stellen. Die Bewerbung der Teams-Telefonie schon vor der Umstellung zu machen und dem User versucht zu überzeugen, dass das gut ist, was da kommt. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und das hat dann auch darauf
oder das resultiert darin, dass relativ wenige Rückfragen sind, weil unsere User haben tatsächlich viel da mitgenommen. Wir haben auch Videos von euch, wir haben auch selbst Videos generiert, um einfach die wichtigsten Themen abzufangen, so kurze Videos, die man sich einfach schnell mal anschauen kann. Und das resultiert schon darin, dass nicht so viele Fragen mehr zu dem Thema gekommen sind. Also wir hätten uns tatsächlich viel mehr erwartet in dem Pensum, was wir tatsächlich bis jetzt umgestellt haben, ist tatsächlich sehr wenig an Rückfragen. Wir haben sie, glaube ich, ganz gut abgeholt, unsere Kolleginnen und Kollegen. Da kann man dann nur gratulieren. Alexander, vielen Dank. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen erfahren. Vielen Dank fürs Interview, dass du dir die Zeit genommen hast nach diesem langen Tag, jetzt, dass wir uns noch kurz zusammengesetzt haben. Für alle Zuseher kann ich natürlich auch nur einladen, wenn es da konkretere Fragen für das Projekt gibt, beziehungsweise auch, was die Solvion natürlich da in dem Umfeld macht, sehr gerne bei mir melden. Mir bleibt mich zu bedanken. Du kriegst die legendäre Cindy fragt nach Tasse. Dankeschön. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und bedanke mich nochmal aufs Herzlichste. Danke, gleichfalls. Dankeschön.